Freunde, herzlich willkommen heute hier zu diesem neuen Video. Wir schauen uns heute mal den brandneuen Alien Bag von Helikontex an. Viele von euch haben es auf Social Media schon gesehen, hat eine spezielle Öffnung. Bedeutet, ihr könnt diese Tasche komplett aufsippen, also in Form von einem Alien-Ei und könnt euch dann dort draufstellen, umziehen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel aus dem Wasser kommt, mit einem Neoprenanzug, Trockenanzug, was auch immer, könnt ihr den ausziehen und habt somit alles an Ausrüstung auf dieser Fläche, auf dieser Trittfläche, die auch gepolstert ist und mit einer sehr sichtbaren Farbe kommt. Da habe ich mir sagen lassen, dass das sehr praktisch ist, auch außerdem, wenn man ein Nachtsichtgerät aufhat, um dann dort auch ganz hell und deutlich die Ausrüstung zu sehen und somit auch nichts vergisst und das Ganze schön organisiert ist. Bevor wir aber weiter im Inneren machen, schauen wir uns doch erstmal das Äußere an. Ihr habt hier vorne zwei Reihen Flauschpals, da könnt ihr Karabiner anbringen, Namensschilder oder es auch einfach leer lassen. Auf der anderen Seite einreihig, ohne Flausch, für Karabiner, Schockcord, einen Admin-Pouch, was auch immer. In den Ecken habt ihr diese kleinen Spanntaschen, könnt ihr die Nalgene-Flasche reinpacken, einen Windbreaker, eine kleine leichte Gore-Tex-Jacke, was auch immer, was euch da halt einfach in den Sinn kommt. Und somit habt ihr im äußeren Bereich schon mal genug Stauraum für einen schnellen Zugriff. Des Weiteren habt ihr außen mittig links und rechts kleine Taschen. Die sind hauptsächlich dafür gedacht, um natürlich Kleinigkeiten unterzubringen, aber auch um diesen Schulterriemen zu verstauen. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, in welcher Tasche ihr den verstauen möchtet. Ihr könnt ihn auch zu Hause lassen, wenn ihr wisst, dass ihr ihn sowieso nicht benötigen werdet. Und somit sind dann die Taschen komplett frei. Außen auf den Taschen links und rechts habt ihr noch Flausch, einfach für Erkennungszeichen oder irgendwelche lustigen Patches. Und darunter habt ihr die Tragegriffe, mit denen ihr die Tasche im Auto, im Fahrzeug, wo auch immer gut rumwuchten könnt, also rangieren könnt, ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Zusätzlich natürlich auch noch der ganz normale Tragegriff, um sie mal eben anzuheben, irgendwo kurz hinzutragen. Für längere Strecken, zum Beispiel am Flughafen oder sonstiges, würde ich das nicht empfehlen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Feature. Denn wer schon mal mit einer größeren Transporttasche am Flughafen war, der weiß, dass sich so ein Schalter gerne mal ändert und man dann von A nach B laufen muss. Und mit so einer großen Tasche das Ganze dann so zu tragen, ist einfach unhandlich. Auch der einseitige Schulterriemen nicht ganz optimal und auf Dauer ist das halt mega unbequem. Und dafür hat Helikontex im Boden zwei Schulterriemen verarbeitet. Die könnt ihr einfach rausziehen, die befinden sich hinter dem Boden. Und an den Seiten gibt es nochmal zwei Schnellverschlüsse, könnt ihr dann einfach verbinden und diese Riesentasche auf den Rücken setzen. Habt ihr gar keine Lust, die Tasche so zu tragen, könnt ihr sie natürlich auch einfach über den Boden ziehen. Das kann man auch machen. Der Boden ist sehr robust verarbeitet, da mache ich mir gar keine Gedanken. Sieht sehr stabil aus und dann könnt ihr die Tasche ein paar hundert Meter zum nächsten Schalter am Flughafen oder zum Taxi, wenn es keine Transportwagen gibt, könnt ihr sie einfach über den Boden ziehen. Bevor wir ins Innere gehen, noch ein bisschen was zu den Details. Es gibt hier an den Seiten solche kleinen Flappen, die finde ich sehr sinnvoll, denn am Flughafen oder beim Transport auf Dauer wird das auf die Reißverschlüsse gehen, wenn die Tasche irgendwo aneckt. Und deswegen finde ich es gut, dass Helikontex hier auch an diese Flappen gedacht hat, die sich dann bei Druck auf den Reißverschluss legen und ihn somit schützen. Obendrauf, wie gesagt, habt ihr diesen Trageriemen, den könnt ihr aufmachen. Und oben nochmal Kompressionsriemen, die aber auch natürlich dafür gedacht sind, die Spannung auf den Reißverschlüssen zu nehmen und somit könnt ihr das Ganze dann hier schön festziehen und auch von mir aus, so wie ich jetzt hier, ein Stativ oder sonstiges drunter spannen. Machen wir das Stativ mal ab. Da seht ihr dann direkt hier die große Öffnung. Da habe ich mal zum Vorzeigen ein Schloss dran gemacht. Das Ganze Flughafen geeignet als Aufgabegepäck. Die Maße passen auch. Ihr seid ungefähr mit dieser Tasche, wenn sie voll beladen ist, bei der 158 cm Regel. Plus minus 5 habe ich gemessen, also passt. Die Airlines sind ja sehr kulant an der Stelle und in den meisten Fällen. Und das passt auf jeden Fall. Die Zipperpulls sind auch gut dafür geeignet, ein Schloss anzubringen. Also es sind nicht einfach irgendwelche Gummizipperpulls, sondern gut verknotete Zipperpulls, die es auf jeden Fall zulassen, dort ein Schloss anzubringen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir ins Innere. Hier habt ihr auf jeden Fall jede Menge Platz, auch noch an den Seiten. Mit Netzfächern, da könnt ihr Unterwäsche unterbringen, aber natürlich auch Utensilien für den Schießstand, für den Wassersport, fürs Klettern
Ihr wisst, was ich meine, eine sehr vielseitige Tasche, die ihr in vielen Bereichen einsetzen könnt. Gut gefallen hat mir hier, dass eine Seite freigelassen wurde. So kann man sich auch sehr gut zum Beispiel an der Ladefläche von einem Pickup oder am Kofferraum dranstellen und hat somit nicht die Netztasche im Weg. Beim Organisieren kann sich praktisch vor den Körper seine Ausrüstung zurechtlegen, auch ein bisschen mit den Netztaschen arbeiten, links und rechts und vor einem. Und das finde ich auf jeden Fall gut, dass Helikontex da hier eine Tasche weggelassen hat zum Organisieren. Und außerdem wird auch ein Sack mitgeliefert, in den ihr eure Schuhe verstauen könnt. Insgesamt habt ihr in dieser Tasche natürlich eine Menge Platz. Und das organisatorische Feature ist gut zu haben. Aber vergesst nicht, ihr könnt die Tasche natürlich auch als ganz normale Transporttasche nutzen. Ich würde jetzt schätzen, die Tasche hat so ein Volumen circa wie eine North Face XL, so 130 Liter. Und wenn ich das jetzt hier aufmache, seht ihr ja selbst, es fällt nicht an der Seite runter oder öffnet sich von selbst. Das bedeutet, ich kann diese Tasche auch ganz normal als reine Transporttasche nutzen. Ich habe die Tasche hier jetzt mal so gepackt, als wenn ich für 10 bis 14 Tage auf eine Trekking-Outdoor-Tour gehen würde und es passt alles rein. Da ist sogar ein Rucksack drin. Mit den Trekking-Meals mache ich das immer so. Ich versuche die immer extra in der Tasche aufzugeben und an der Tasche zu befestigen. Meistens klappt das auch und ansonsten gebe ich sie extra auf. Aber ihr habt jede Menge Platz. Ich könnte die Trekking-Meals jetzt hier auch noch in die Lücken quetschen und das würde auf jeden Fall passen. Wie ihr seht, Trekkingstöcke passen komplett längs rein. Also ihr müsst sie nicht quer packen, sondern könnt sie längs reinpacken. Jede Menge Platz und wie gesagt, bei der Tasche ist natürlich eure Kreativität gefragt, für was ihr sie einsetzen möchtet. Sei es zum Klettern, für die Seile ist natürlich auch praktisch, wenn man dann die Trittfläche ausbreitet, dass die Seile nicht dreckig werden. Wassersport hatten wir schon gesagt, Schießsport, Militär allgemein. Und ja, wie gesagt, da sind eurer Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, für was ihr diese Tasche einsetzen würdet. Ich werde die Tasche nach diesem Video zurückschicken, denn das ist nur ein Muster. Ich hoffe, ich kriege dann auch bald meine eigene, wenn die Tasche released wird. Das soll angeblich noch diesen Monat passieren. Schauen wir mal, meldet euch einfach beim Techwerk, beim Newsletter an und dann bleibt ihr sicher dort auf dem Laufenden und seht, wann sie rauskommt. Außerdem blende ich euch einen Gutscheincode ein, wenn ihr Bock habt, beim Techwerk zu shoppen. Dann nutzt diesen Code, supportet ihr mich, supportet ihr das Techwerk sowieso. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt wie gesagt gerne mal in die Kommentare, für was ihr die Tasche einsetzen würdet. Würde mich echt interessieren. Und da ist sicherlich die ein oder andere kreative Idee dabei. Freunde, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich melde mich ab und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao.